Wenn Sie sich denn die SPD vor, wenn Sie sie gestalten könnten, was würden Sie Sigmar Gabriel mitgeben, wenn Sie ihn jetzt als Genossen nehmen und sagen, das solltest du jetzt machen, erstens, zweitens, drittens? Also natürlich würde ich als allererstes sagen, abstimmen, aber dann auf gar keinen Fall in eine große Koalition gehen. Das Zweite ist was eigentlich in der Parteireform schon drinsteht, was mir aber immer noch in der Umsetzung fehlt, ist tatsächlich die Partei diverser zu machen. Und das heißt für mich überhaupt nicht nur irgendwie mehr Frauen in Spitzenpositionen zu bringen oder mehr Frauen irgendwo ins Rampenlicht zu bringen, sondern tatsächlich ganz, ganz viel mehr Leute aus verschiedenen Lebensrealitäten reinzuholen. Und dazu müssen aber Parteistrukturen einfach aufgebrochen und verändert werden. Werden Sie weiter im Internet aktiv sein? Und wenn ja, wie? Ja, selbstverständlich. Das ist ja, also das Internet ist mein Lebensraum. Ich meine jetzt als Aktion, ja? Als Aktionsfeld. Natürlich, das ist so, das Internet ist mein Aktionsfeld, das ist meine politische Bühne und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn die SPD den Weg dorthin finden würde. Ich helfe Sigmar Gabriel auch sehr gerne dabei, ich denke auch Mina Banaschuk, die da sitzt, wir nehmen sie gerne an der Hand. Da wollen Sie antworten. Ich würde Sie gerne mitnehmen in die Welt außerhalb des Internets. Oh, ich glaube, die kenne ich. Nee, das glaube ich, kennen Sie nicht. Ach. Sonst würden Sie nicht so locker darüber hinweggehen, man soll da nicht so in die große Koalition gehen. Ich glaube wirklich, dass es zwei Welten gibt. Eine Berliner, eine junge, eine Intellektuelle, eine, die sich in solchen Medien abspielt und eine, bei der Menschen verdammt es hart haben, durchs Leben zu kommen. Ich glaube, dass es nicht die eine und die andere Welt gibt, aber ich habe große Zweifel, ob Sie in der Welt, die Sie zu Ihrer erklärt haben, diese Welt, über die ich rede, kennen. Sie schreiben Ich habe große Zweifel daran, dass die SPD es verantworten könnte, spielerisch mit der Frage umzugehen, ob man in einer Regierung die Möglichkeit hat, das Leben für Menschen besser zu machen oder nicht. Deswegen glaube ich, dass wenn wir uns an die Hand nehmen, ich gerne mitkomme in Ihre Welt, von der Sie sagen, dass es Ihre sei und damit sich ja auch abgrenzen von einer anderen. Und ich nehme Sie mal mit in so einen ganz normalen Wahlkreis. Aus dem komme ich. Ja, aus dem komme ich. Im Allgäu, das ist nicht so ganz normal. Nein. Sie kommen nicht. Nein, weil die Frage, macht die SPD diverser, hängt von der Frage ab, wer macht da eigentlich was? Die Mühe der Ebenen, die findet nicht in der Zeitung statt. Die findet nicht bei Twitter und bei Facebook statt. Die Mühe der Ebenen findet auch nicht statt im Bundestag oder im Parteivorstand. Die Mühe der Ebenen findet in den Lebensräumen von Menschen statt. Und da habe ich große Zweifel, ob die Sozialdemokratie dort ausreichend verankert ist. Und das ist der große Unterschied von Parteien vor 30 Jahren zu denen heute. Aber ich habe große Zweifel, dass die Welt, von der Sie erklären, das sei Ihre, dass Sie sozusagen diese andere Welt, in der wir mindestens auch verankert sein müssen, dass Sie die hinreichend kennen.